Boing, Rengeldengel, Dingdong, hallo, herzlich willkommen zu Final Fantasy 15. Gibt's da was? Nein, gibt's nix. Gibt's bei dir was? Hey, Kollege. Willkommen im Krähennest. Jo, mein Beste. Hier seid ihr in Sicherheit. Neue Ortsinfos. Was ist mit dir? Wenn ich irgendwie helfen kann. So, Parkplätze wurden eingezeichnet. Und Ortschaften, Ahnung, alter Verwalter. Ach, hier ist das noch. Sammelstellen. Wunderbar. Wunderbar, hat er gemeint. Sonst noch was? Dann schlagt mal kräftig zu, Jungs. Witzbold. Werdet ihr damit fertig? So doppelt knallt besser, ne? Ja komm, was soll der Geist? Jagdauftrag annehmen. So, Doppelknallpresse. Lass den Krieger. So, ja, was müssen wir hier eigentlich machen? Vergesst den Auftrag nicht. Aha, naja, Schnauze. So, Doppelknallpresse, Doppelhorn, 3 Stück. Hey, Nacht, sieh mal. Was gibt's? Ist doch gleich um die Ecken. Ist doch gleich um die Ecken, Freunde. Schnürteile, Klettverschlussschuh. Und auf geht's. Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme! Das sind die Jungs. Ah ja, ja, jetzt gibt's richtig eine aufs Maul. Sieh mal an, jetzt wird's interessant. Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Oh oh. Ich umgehe sie und greife von hinten an. Hier, bitte! Alter! Verschwinde! Wasser! Weiter so, Nacht! Nacht, ich deck dir den Rücken. Ich verlasse mich drauf. Machst du das? Gladio! Auf, Gladio! Ich zerschmettere dich! Ja, und ich auch! Nice! Sauber, Gladio! Kein Problem. Das nenne ich kurzen Prozess. Brando! Leute, es geht los! Yo, komm, Jungs! Klasse Schuss, Brando, mein Freund! Und zerstört! Nein, nur zur Sorge. Los, vorwärts! Was, da ist auch noch einer? Was? So, wir nehmen erstmal das hier noch mit. Verrostete Münzen. Orangen. Feuerholz. So können wir hier Feuerholz mitnehmen. Hey, da unten ist noch einer. Komm, den schnappen wir an uns. Hey, wo soll denn da was sein? Ah, hier. Herzfähre, Freunde. Auf uns wartet da noch einer. Wie es aussieht. Ach nee, Quatsch, Volldepp. Franconia, was ist denn das für ein Ding? So ein Backofen, backen die hier selber Brot? Das würde ich cool finden. Das würde ich stark finden, wenn die hier selber Brot backen würden. Was bist denn du für eine? Ach, bei der kann man einkaufen, okay. Ja, ging doch recht flott jetzt von der Hüfte, ne? Hey, Mahlzeit! Voll easy wurde es. Waldmanns Heil. Waldmanns Dank. Ja! Oh, seht an. Ja, kennst du aus. So, ein Final-Elixier bekommen dafür. Nice. Lass dir ruhig Zeit. Ja, du hast ja noch einen, ne? Das wird sicher nicht einfach werden. Säkulumpass tagsüber, Kühl.
Erdanhänger, komm, scheiß drauf. Das lobe ich mir. Die Jäger von Sekulapas. Nice. Gut, wir zählen auf euch. Jo, aber wir haben ja, aber den werden wir nicht machen, oder? Wie weit ist denn der Weg? 700 Meter nachkommen, ne? Was haben wir denn noch alles? Stufe 20, der Wiff, ne? Kommen wir da überhaupt schon hin? Kommen wir da eigentlich schon hin? Nee, ne? Motorklinge verbessern, wenn noch ein solides Drillhorn. Drillhorn, ach Gott, oh Gott. Irgendwie, ne? Bin ich hier gerade doch ein wenig. Ach Gott, ich weiß nicht, ob wir da jetzt mitgehen sollen. Weißt was, wir steigen einmal im Regal hier ein, machen automatisches Fahren, gehen auf die Karten. Was ist das? Ach, die Jäger vom Sekulampas. Lass nichts liegen. Okay. So, los geht's. Hä? Machen wir das jetzt? Wollen wir das jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, ob wir es wirklich machen sollen. So, die Jäger von Sekulampas. Kennst du aus? Ja, und mit der Musik stimmen wir uns schon ein. Oh, wir müssen mal wieder irgendwo lagern, ne? Wir müssen uns mal wieder Energiekristalle ziehen. Wir haben gar nichts mehr. Wir haben rein nichts mehr, ey. Traurig, wir haben nur noch einen, glaube ich. Mit dem könnte ich mich jetzt eigentlich mal ausrüsten. Die geht hier gerade nicht. Schade, schade, schade. Ignis, halt mal an. Verstanden. So, drei also Curls. Das sind doch Bewegung. Diese komischen, ne, diese Glanne, oder? Was sind das für Ratten? Allmächtner. So. Nein, wir haben gar keinen Zauber mehr. Aufgepasst. Na dann mal los. Fuck. So nicht geplant. Fuck, 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 Jungs. Fuck! Ich bin kritisch. Freunde, ich bin kritisch. Es britzelt. Bin gleich bei dir. Ja. Hey, helf mir mal einer. Jungs, helf mir mal bitte einer. Fuck, Gladio ist tot. Shit. Phönixfeder, Gladio. Fuck, Elixier, Noctis, hau die neu. Dann, was machen wir nochmal? Brondo, Elixier. Ignis, scheiße, falscher Knopf. Auf, Gladio! Alter! Nein! Kruzifix! Meine Güte! Wer schreit denn da? Nein! Wo, ne? Wo lädt er jetzt? Wo lädt er jetzt? Da hat er mich so, wow, cool, der Kristall. Der Kristall ist der Quell der lusischen Magie. Wenn die Welt in Gefahr schwebt, so heißt es, wählt der Kristall einen König, der Retter bringen soll. Das ist so geschehen vor 15 Jahren.
Mit Noctis. Ach, so ist das, Anna. Schon gleich mal abgesteckt, was er beruflich machen muss, ne? Ach, da merkst du halt immer was mit, ne? Nein. Okay, mit denen warten wir noch, mit denen Viecher, die machen wir jetzt nicht. Wir reisen nach Lestalum. Denn das sind ja auch x Fragezeichen noch offen. Ich glaube, mindestens zwei Fragezeichen, wo da offen sind. Und die nehmen wir mal an, die werden, glaube ich, stufenmäßig, wenn die doch. Obwohl, ja, stufenmäßig sind wir doch nicht so schlecht, aber wir haben kein Feuer. Wir haben gar nichts. Haben wir das jetzt angenommen? Wo ist denn der? Da bist du ja wieder. Weidmannsheil. Naja. Lass dir ruhig Zeit. Hammer. Das hier bereitet uns gerade Kopfschmerzen. Doppelt knallt er da. Komm, weißt du was? Wir nehmen ihn auf jeden Fall mal an. Viel Glück, Jungs. Ah, aber wir machen ihn nicht. Wir machen ihn nicht. Danke dir. Gut. Wir zählen auf euch. Ja, aber nicht in den nächsten Folgen. So. Jetzt machen wir es aber wirklich. Automatisches Fahren. Sania, die braucht wieder Fresh, ne? Quatsch, Karte wollte ich doch so. Sania. Fahrtmodus. Lasst nichts liegen. Dann fahren wir schnell zu deren unter. Los geht's. Hoffen wir, dass wir es in der Folge noch schaffen, denn. Ah, schöne Musik. Was mich wundert, beziehungsweise ja, was mich wundert. Warum ist unsere Autoscheiben so dreckig? Oder ist die kaputt? Carglass repariert. Carglass, ne? Tauscht aus, kennst du aus. Ist das Dreck oder ist die kaputt? Die ist dreckert, ne? Boah. Ist die dreckert oder? Boah, die ist kaputt, oder? Oh, ich glaube, da müssen wir mal hier Instandhaltung etc. machen bei der, ne? Ist voll kaputt schon das Auto. Jetzt das noch. So, da sind die Monster da drüben. Ich sag, die lassen wir mal Viecher sein. So, dann gehen zur lieben Sanja. Sanja, ne? Ja, wieder die. Okay, was haben wir denn? Wir haben Gelbfrösche, wir haben Rotfrösche gehabt. Dann sag ich jetzt mal, müssen wir jetzt Blaufrösche für sie einfangen. Weiß ich natürlich nicht, aber ja. Es bleibt übrig. Grünfrösche sind eigentlich immer grün. Eigentlich natürlich. Das ist einmal eine Schlucht, ne? Wenn da der Wind pfeift, da fehlt noch so was schon so. Wow, wie hübsch. Willst du kein Foto machen? Nein. So eine Schönheit lässt sich auf Bildern nicht einfangen. Oh, Prompto, warum heute so sentimental, so niedergeschlagen, so, keine Ahnung. So, wo fährt denn der jetzt hin? Ach, der fährt da rum, alles klar. Alles klar, nee, ich vertraue dir schon. So, was, und dann gehen wir nochmal nach Lestalum zurück. Wir müssen unser Auto in Instandhaltung setzen, ne? Schon richtig kaputt, die steigen uns aufs Dach irgendwann. Irgendwann funktioniert das Auto wieder nicht wie neulich, wo wir keinen Sprit mehr gehabt haben. Hey Jungs, euch geht's gut, ne? Euch kann halt nichts erschüttern. Was ist das für ein Kuhkopf? Alter! Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, dann halt nicht. So, wir holen uns jetzt erst einmal den Ding da drüben.
Ist das hier eine Stadt? Brachkäferpanzer, das ist eine kleine Stadt, wie cool. Guck mal, da ist auch noch was. Glasfähre. Können wir die benutzen? Da ist noch was. Ja. Silbersplitter, kennst du die aus? Wie cool. Wir checken aber jetzt mal hier die Wasche. Da haben wir auch noch Fragen, zeige die nächste Hundemarke. Ne? Sehen wir uns das mal an. Was denn? Was denn? Was gibt's da Gutes? Ist ja Bockpfanne, ne? Was macht der da? Wäschler oder was? Oder irgendwas Frittiertes? Wie hübsch das aber hier auch ist, ne? Schau her, du kannst dich auch hier hocken. Du eingekauft hast bei dem oder was weiß ich was. So, was haben wir hier hübsches? Kämpfe für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute bei einem Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe. Und machen es wieder wegen Werbung. Ich würde ja gerne. Wieso hat er eigentlich da nicht parkt? Ich steig dann doch noch mal ein. Automatisches Fahren. Nee, manuell ist fahren. Wir fahren jetzt mal manuell. So, los geht's. Ich möchte eigentlich das Auto hier nicht mit auf der Straße stehen lassen. Ne? Dann lieber die drei Zapfsäulen hier versperren. Wie wär's mit einer Pause? So. Ach ja. Wie hübsch das hier auch ist mit den Palmen, ne? Schau her, richtiges Paradies. Ein richtiges Paradies hat er gemacht. Was haben wir hier hübsches? Lesen. Nice. Ori Gambelis Jagdtagebuch 5. Die Rückkehr. 10 Tage sind wir jetzt schon zusammen unterwegs. Heute habe ich mit meinem neuen Gefährten von Vulkan eine riesige Krabbe an dem Flussufer erlegt. Mangel an Nahrung herrscht hier nicht, aber leider hat mein Begleiter Appetit für eine ganze Tauertierherde. In der Stallung werde ich mir an den Marktständen erstmal ordentlich den Bauch vollschlagen. Ja. Ist eigentlich... Hui, Krabben-Dimsum, Dimsum. Nice! Ach, wie hübsch hier. Leck mich doch fett. Ob da gehen wir jetzt mal geschwind runter. Hey, du bist auch schon da. Du hast es auch nötig, oder? So, hier muss es doch was zum Looten geben, oder? Jawohl, ja, ich wusste doch. Nadel, 1000, ein Stahlkaktor, jawohl, ja. Kenn doch hier mal Pappenheimer. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Gedenkmünze, bringen die was? Also so, ne? Jetzt nicht nur um hier Magie-Dinge herzustellen, sondern... Okay, hier ist nichts mehr. Och, wie cool das ist. Was ist das? Ach, das ist das... Ach, das ist Altslestalum da hinten. Krass, es gibt Klestallung und Altklestallung. Nun hab ich auch nicht gewusst. Hat er auch nicht gewusst, der Frankonia, der Lackel. So, dann schauen wir uns jetzt geschwind da noch ein wenig um. Oder ist das hier Altklestallung? Also dann ist es wirklich alt, ne? Schau dir mal den Dankding da an, ey. Leg mich da am Arsch. So. Können wir hier noch was entdecken, etwas looten? Oder war was? Tatsächlich eine Goldnadel. Hübschi, hübschi, hübsch. Sonst kannst du bei dem wieder schlafen, ne? Hier noch was Hübsches, was Appetitliches, irgendwelche Münzen. Nein? Gut, dann... Weißt du was? Was denn? Dann schnappen wir uns erst einmal die Hundemarke. So trifft man sich wieder. In der Gegend unterwegs? Falls ihr Erkennungsmarken findet, dann bringt sie mir doch bitte. So schaust aus. So verschollen im Hinterland. Erkennungsmarke finden. Ach, ist das den Seihund? Ich glaube, das ist sogar den Seihund, ne?
Quatsch, Aufgaben verschollen, was? Stufe 20, ja, jetzt wird es doch ein wenig mehr. 1510 Phönixfedern. Cool. Wie fahren wir da am besten? Fahren wir am besten im Auto, oder? Oder wie kommen wir da rüber? Oder wir können natürlich auch unseren Chocobo rufen. Spar mal ein wenig Sprit, ne Speedy? Du freust also dich auch, wenn du uns da wegen Gassi kommst. So, Männer, auf geht's! Weiter geht's. Ich hoffe doch dann wirklich, dass das hier die richtige Richtung ist. Und dass wir hier jetzt auch irgendwo nahe kommen. Scheiße, wo ist denn das? Nee, wir müssen tatsächlich... Ach Gott, oh Gott. Tolles Wetter heute. Jungs, wisst ihr was? Das fahren wir doch mit dem Auto. Obwohl, von der anderen Seite kommen wir nicht rum, ne? Sorry, kleiner. Speedy, aber das fahren wir mit dem Auto. Nein, nicht manuell. Gehen wir. Nicht manuell. Können wir das nochmal ändern? Automatisches Fahren, genau. Aufgabenziele, verschollen im Hinterland. Seid ihr soweit? Okay, los geht's. Jo, ist das hier altes Tal und dann muss das hier altes Tal sein. Also das war, ja, das ist eher kleines Tal, ne? Also die Welt ist das da auch nicht, ne? Da ist echt der Hund verloren, aber okay. Der Hund begraben, meine ich. Aber okay, jeden Design und mir ist meiste, heißt es doch immer. Da, 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 da. Aber warum haben die hier so staudammmäßig, ne? Das ist doch auch krass. Junge, Junge. So, da sind wir gleich wieder. Oh, jetzt wird's hier Heavy Metal. Ignis, halt mal an. Verstanden. Tatsächlich, wir halten hier an jetzt. Also los, Bewegung. Denn hier gibt's ein Lagerfeuer, ey. Leck mich am Arsch. Ha. Endlich ein Lagerfeuer, ey. Menschenskinder. Schnell wieder ziehen, ey. Hey, Nacht, über dir. Gratuliere, Blitzelemente maximal erreicht. Himmel, Arsch und Zwirn. Ach, Ausrüstung. Quatsch. Magie, etc. Volle Bulle hat er gemeint. Bohnen, komm fünfmal. Komm zehnmal, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Komm, rüsten wir auch gleich aus. Zack, zack, bam. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot. Ja, komm, die lassen wir mal links liegen, ey, da wird's kein Bock. Yeah. Zwar nicht viel, aber immerhin, ey, immerhin. So, dann gehen wir mal nach da drüben. Dachte ich tatsächlich wirklich, hier ist ein Lager. Ah, schade.
Noct, rechts! Wo ist rechts? Okay. Soll du gewesen sein? Was soll da gewesen sein, hat er gemahnt. Jetzt müssen wir tatsächlich dort doch noch einmal auf die andere Straßenseite. Das ist einfach schon wieder auch so gigantisch, ne? So verschollen im Hinterland die Erkennungsmarke finden. Der Wind ist echt angenehm. Mir ist nach einem Nickerchen. Vorsicht! Wir haben Besuch. Los geht's! Jägerlein! Was sind das für Wildschweine? Die Jagdsaison ist eröffnet! Was sind das für Viecher? No! Jungs! Hey, die fressen mich! Na toll, Prompto hat eine... Fuck! Shit. Verdammt flink. Nice. So muss das sein. So ist es. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Was waren das für Dinge? So, hier haben wir es doch. Eine Marke. Wir sollten sie Dave bringen. Ohne Erzfähre, Erzfähre, Erzfähre. Brauchen wir eine Erzfähre? Ich weiß es gar nicht. Wir schauen noch mal ganz kurz. Kaktornadel, Dynamo, Himmelsfähre. Immer diese scheiß Himmelsfähre da. So, können wir eigentlich zurück zum Auto? Ja, komm, wir gehen mal hier zum geparkten Regal hier wieder zurück. Nein, Königreich Lucis. Die haben halt von Prinoxis, der Marquis eines Kristalls, des königlichen Rings, verdanken die Bewohner ihren Frieden und Wohlstand. In das Königreich Lucis. Alter, da kommen wir bestimmt auch nochmal hin, oder? So, Gentlemen. Automatisches Fahren, Aufgabenziele. Nein, davor mit dem Auto. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Dann drehen wir wieder nur ums Eck. Also irgendwie muss ich sorgen. Jetzt kommen die Deppen wieder. Ey. Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Und auch für mich verständlich. Greift an. So. Kennst dich aus. Los, vorwärts. Ja. So, ging doch rucki zucki, hat er gemeint. Fortfahren. Also dann, los geht's. Ja, alles klar. Das ist nicht einmal Brandfleck am Boden, ne? Yeah, Heavy Metal da. Alter Wacken in Final Fantasy. Oh, jetzt fängt's an zu regnen. Ja, das Auto, schau mal her, wie dreckert und kaputt es ist. Alter, das müssen wir echt einmal wieder reparieren lassen, ne? Aber das war doch in der... Das war doch in der letzten... Also in der letzten... Wieso dreckert war das doch jetzt in der letzten Folge auch noch nicht, ne? Also die Scheiben waren schon da immer kaputt. Aber so allgemein so dreckert war die doch gar nicht. Nice! Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Nies. Ja, hab einen Brand wie ein Garola. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Nee, da ist das hier natürlich, Lestalum. Jetzt ist die Frage, sollen wir dann mitten in der Nacht da noch hingehen, die Frösche jagen? Jetzt geben wir erstmal die Münze ab, Schnauze, und machen hier mal eine kleine Folgenpause. Vielen Dank für die Marke. Ich werde dafür sorgen, dass die Familie sie bekommt. Das hast du schön gesagt.
Stimmt, 10 Phönixfeder, ne? Ja, nice! Hat sich gelohnt in diesem Sinne. Was? Wir können nochmal? Wie cool. Ja, machen wir dann alles morgen in der morgigen Folge von Final Fantasy 15. Macht's gut. Servus. Euer Franconia. Vielleicht können wir hier noch. Komm, dann machen wir hier nochmal ein hübsches Thumbnail. Schnauze, hier hübsches Thumbnail vom alten Stallung. In diesem Sinne, bye bye und Servus.